Hey Leute, schon hast du einen Job zum nächsten Offline-Kanal. Und ja, Freunde, wenn ihr das letzte noch Video noch nicht gesehen habt, dann schaut es euch unbedingt an, weil dann wisst ihr, um was es geht. Ja, Freunde, wir wollen nämlich eine Biene bauen und dafür brauchen wir ganz viele Materialien. Ja, und jetzt fahren wir weiter. Okay. Ja, mit Vekonix. Er ist auch dabei. Und ihr heißt auf ihren YouTube-Kanal auch Vekonix. Ihr könnt ihn auch gerne abonnieren, Freunde. Ihr müsst nicht. Aber wenn ihr mögt, dann könnt ihr ihn gerne abonnieren. Und wenn da jetzt steht, das Video schon vor 3-2 Jahren, ist es nicht schlimm. Er wird für immer seinen YouTube-Kanal, glaube ich, haben. Ich werde tatsächlich für immer Videos machen, auch wenn ich nicht so viele Abonnenten habe. Ja. Aber für mich ist es irgendwie so eine Unterhaltung. Ja. Und er hat gerade übrigens die Steuerung, Freunde, genau. Drei Minuten noch. Ja, dann fahren wir ein bisschen ruhig. Genau. Sammel. Honig! Wir brauchen nämlich auch Honig, Freunde. 18, genau. Wir brauchen 18 Stück. Sammeln wir auch. Dann gehen wir wieder nach Hause. Und dann machen wir dies und das. Er braucht 50 Hühner. Nein. Braucht kein Gestrüpp. Oh shit. Honigschleim rennen. Das war doch so klar. Mach ihn tot. Wenn ich das jetzt dann mach. Lass dich doch nicht beißen. Lass dich doch nicht beißen. Mach ihn sofort. Tu ihn sofort weg. Jetzt mach. Freunde. Man denkt immer, das sind nette Slimes. Ganz böse. Böse Hunde. Ach nee, das sind böse Slimes. Wow! Achso. Nein, nicht die Gockel. Die Gockel brauchen. Oh, ja. Jetzt gibt es schwarzen Kuchen. Es ist Schokokuchen. Nein, das ist kein. Es ist kein Kuchen. Das ist verbrannter Kuchen. Verbrannter Schokokuchen. So, Leute. Das gibt es nicht. Wie bitte? Ah, nichts. Egal, Freunde. So. Oh. Ah, es ist so viel Blinken. 2 Minuten, 2 Sekunden. 1 Minute und 43 Sekunden. Nein, 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 nein. Ich auch. Nein, 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 ich will auch mal ein bisschen kontrollieren. Oh, komm. Ah! Meins. Was? Auf den Song, das nervt. Ah, scheiße. Braucht noch ein bisschen Freunde. Wow! So, also mal gucken. Warte. Und Freunde, wir müssen noch in einer Wüste gehen. Ja, und das ist hier drüben. Und Freunde, durch wie kommst du bitte dahin, Pittikus? Ja, Freunde, es ist ganz einfach. Das werden wir euch in die nächsten Videos zeigen. Es ist wirklich sehr einfach. Also, man denkt sich immer, das ist schwer. Ich hab's auch gedacht. Aber dann, Freunde, war es richtig einfach. Eine halbe Minute gehen wir rumreisen. Mal ein bisschen
an deine Abonnenten. So, haben 14 Minuten. Okay, 14 Minuten. Nee, 14 Minuten natürlich. Was ist Sekunden? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go, go. Honig! Achso. Tu einfach diese Mannschaftsauber abwerfen. Ja, okay, dann müssen wir ja mal wieder zurück. Throw! 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 Oh, the throw! Ja, moin, wir haben zwei Bienen. Wir können jetzt so zwei Bienen holen. Ohne Witz! Wir brauchen noch ein paar Sachen. Oh, Freund, es ist einfach so geil, die Welt. Freunde, ich muss euch mal was sagen. Ich liebe es, YouTube mit euch zu machen. Mit meinen Zuschauern. Ihr seid auch immer aktiv bei mir. Also viele Zuschauer von mir spielen schon mit mir. Bewegt sich grad. Sorry. So Leute, dafür, also, wenn ihr überhaupt das Labor habt, dann könnt ihr einen. Ja, dann könnt ihr das machen. Das haben wir auch im letzten Video gesagt. Dass sie nachher hingehen und da einfach hier holen. Ja, das Labor. Dann müsst ihr komplett upgraden. Dann geht's halt einfach. Dann geht's ja hier hin und kauft euch hier die Biene. Dann geht's ihr nachher hier hin. Nein. Wir müssen noch was machen. Wir müssen noch was. Weißt du nicht noch, was wir machen müssen? Wow, wir machen ganz viele. Wir haben ganz viele Bienen. Haben ganz viele Bienen. Das war mal Quartenplotz. Ja, Leute, wir bekommen mal Quartenplotz. Ja, das werden wir euch auch noch zeigen. Ja. Ja, Freunde. Und falls euch das Video gefällt, lasst gerne ein Abo und ein Like da, um mich zu unterstützen. Ja, Freunde. Und du kannst auch gleich mal den Honigplot reintun. Das sollte ich jetzt machen. So. Rein mit dem Ding. Du. Sprinter. Du rennst hier jeden Schleim um. Ja, ich mach das sogar, weil es eine Abkürzung ist. Nicht ganz alle Wege rennen. Wow. So, diese Bären brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen jetzt die Lieblingsbären. Oh ja, Freunde brauchen das. Genau, wir müssen gar nicht mehr in die Wüste gehen, weil wir das ja schon haben. Das habe ich gemeint. Guck. Wenn sie hier teleportieren, ich hätte einfach die töten lassen. Ja, ihr müsst die töten, weil die können sich dann teleportieren, Freunde. Wir haben nur noch ein Slime von denen, ey. Ich muss noch ein bisschen experimentieren, wie man einstellen kann. Wir müssen dann noch mehr Slimes holen. Ja, genau, das brauchen wir alles. Nein, er ist draußen. Der muss drin bleiben. Den müssen wir jetzt. So, schon mal klein was einkaufen, was er, denke ich, das nicht bringt. Ich denke, er mag Futter haben. Warte, was ist eigentlich? Frucht. Ganz schön viele Früchte. Gehen mal solche rein. Ja, er frisst die dann. Was? Hast du das gerade gesehen? Leute, ich brauch's einfach nur in Essen geben. Dann kann er sich nicht mehr teleportieren. Ja. Oh, du killst mein ganz Viecher. Da müssen wir halt heute noch mal welche holen. Und warte, ja, jetzt haben wir gleich
In diesem Video werden wir noch die Bienen erfahren. Also ihr werdet die Bienen noch bekommen. Also ihr werdet in diesem Video noch die Bienen hoffentlich sehen. Versprechen kann ich natürlich nichts, aber sehr, sehr wahrscheinlich. Ich geh mal in diese Frucht den Dings rein. Also schon ein Fressfutter. So. Also Leute, ich stelle einfach jetzt dieses Abbilden, dass man immer hier... Ich stelle immer auf 3 Stellen. Dann gibt's ihm einfach immer Futter rein. Und dann teleportiert er einfach sich nicht mehr raus. Ja. Aber erstmal bitte, wir müssen dann noch in die Wüste gehen. Freunde, wir machen dann offscreen weiter mit der Wüste. Also wir runden noch offscreen weiter, Slimes. Also allein mit Kraftstoff mache ich dann noch die Slimes. Die Slimes findet ihr dann ganz normal in die Wüste. Oh, genau hier. Jetzt, das werde ich Ihnen zeigen. Warte, lass mal. Lass mich mal. So. Also, Freunde, was wollen wir jetzt hier einstellen? Meine Biene soll... Okay. Meine Biene soll jetzt die Plots aufsammeln. Dann müsst ihr... Auf Plotsammler gehen. Ja, ihr müsst nicht auf Plotsammler. Ihr könnt auch in Gehege machen. Ihr könnt auch in Teich machen. Ihr könnt auch draußen machen, dass das halt... Ja, es geht. Aber hier Plotsammler ist eigentlich das Sinnvollste. Und dann könnt ihr entscheiden, wo es hin soll. Also ich mach mal Plot Mart, dann könnt ihr sie verkaufen. Schau, warte, erstmal gebe ich's Wasser. Nein, das warte. Hallo, warum darf ich nicht Wasser machen? Ja, aber warte. Das kann ich selbst. Das ist mich Wasser. Der hat schon Wasser. Aber sie braucht jetzt Wasser. Warte, lass mich kurz wieder. Geht's Binde der Biene nicht gut? Ja, jetzt fliegt sie wieder. Sie fliegt! So, Freunde, schaut. Alter, warte. Dann nimmt sie dann die Plot. Und verkauft. Und warum jetzt die Plots eigentlich? Das ist das Problem. mach's aus. Nein, mach's aber aus. Wir können immer wieder füttern. Wir können jetzt auch füttern. Ist ja mir noch Plots. Ja, wir machen. Wir brauchen unbedingt ganz viele Bienen, ey. Hier draußen könnten wir halt auch Bienen reintun, oder? Draußen ja, aber ich werde es in einem bestimmten Ort machen. Ja, das ist nicht, halt. Weil da doch bei bestimmten Slimes. Warte, ach nee, diese Slimes sind mir im Moment wurscht, weil die einfach immer verschwinden und das nervt. Ich muss einfach denen nur Futter geben und schon bleiben sie einfach hier. Habe ich jetzt herausgefunden, irgendwie. Hallo, was, warum gehst du da jetzt hin? Wir müssen ja zum Dings. Zur Wüste? Ja. So nicht zur Wüste, sondern zu den Dings. Ah ja, okay. Und, ja, und das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Liken, abonnieren, Glocke aktivieren. Bleib mal kurz, bitte still. Bleib still. Beweg dich nicht. Okay, tschüss.